So, moin moin und herzlich willkommen zu einem weiteren Rush Royale Video auf dem Kanal der Taker. Ja, heute werdet ihr mal kein Gameplay zu sehen bekommen, wird auch nur ein ganz kurzes Infovideo, würde ich sagen. Und zwar kleine Breaking News, heute am 30.06., ich glaube so vorhin gegen 17 Uhr, 16 Uhr rum war es soweit, dass wir einen Balance Chains bekommen haben tatsächlich, was ein bisschen bitter ist. Ihr könnt es noch nicht wissen, das Video dazu in Vorbereitung auf ein anderes Video, was ich am Wochenende aufnehmen wollte, kommt morgen um 11, könnt ihr euch schon mal vormerken. Da haben wir ein kleines Pack-Opening gemacht und wir haben versucht, den guten J-Trainer zu erhöhen auf Stufe 5 und einen Portal-Magier zu bekommen, denn einige von euch wissen sicherlich, dass es eine Taktik gab, wie man mit dem Deck, was ihr hier seht, auf ja, theoretisch Welle unendlich spielen hätte können in Koop-Modus. Und ja, leider, heute kurz vorm Ausprobieren, gab es den Balance Change und wir gucken kurz rein. Als erstes, Boreas, nach der letzten Änderung ist die Vorherrschaft des Ingenieurs ins Wanken geraten. Du kannst jetzt verschiedene Deckvarianten sehen, die Spieler verwenden. Statistiken haben uns gezeigt, dass der gestärkte Boreas in Verbindung mit anderen Einheiten ziemlich stark ist. Deswegen haben wir eine seiner Attribute wie folgt geändert. Ja. Schadensbonus durch Power-Ups ist von 30 auf 25 runtergesetzt worden. Nicht so stark, deswegen, ja, nicht so schlimm. Wir beobachten außerdem die Leistung des Dämonologen, der sich besonders im Zusammenspiel mit Boreas als äußerst stark erwiesen hat. Bei Bedarf passen wir ihn entsprechend an. Also spielt nicht so viel Dämonologe, sonst wird er auch bald schlechter gemacht, Kappa. Und jetzt das Wichtigste, der Portalwächter. Seine neue Mechanik erfreute sich äußerster Beliebtheit bei der Verteidigung gegen Boss-Mechaniken, und zwar sowohl im PvP als auch im Koop-Modus. Allerdings waren einige Verbesserungen notwendig, die wir bereits implementiert haben. Es wurde ein Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass sich die Dauer des Schildes vom Portalwächter mit jedem Fusionsrang erhöht hat. Anfänglicher Schilddauer wurde jetzt von 5 Sekunden auf 3 Sekunden verringert und die Schilddauer auf dem Maximallevel von 9 Sekunden auf 5 Sekunden. Ja. Also ist bestätigt worden, dass es ein Bug war. Es ging so, ihr habt dieses Deck hier gespielt. Und ja, wenn Tribunal kommt, ihr wisst ja, der haut euch meistens die Max Demon Hunter weg, so dass ihr die Bosse nicht mehr besiegen könnt. Und ihr konntet vorher mit dem Portalwächter einfach hin und her tauschen. So eine Welle, bevor Tribunal zum Beispiel gekommen ist. Und dann hat Tribunal keinen Effekt gehabt. Jetzt ist es nicht mehr so möglich, denn es war, wie gesagt, ein Bug. Auf höchster Stufe hat er, glaube ich, eine Minute lang geschützt. Jetzt habt ihr 5 Sekunden. Obwohl ich mir heute schon überlegt habe, dass man da vielleicht trotzdem noch irgendwas machen kann. Vielleicht jetzt nicht mehr bis Welle 1000 oder so. Aber ich werde die nächsten Tage da was ausprobieren und vielleicht kommt doch noch das Koop-Video, was am Wochenende kommen sollte mit einer High Round. Müssen wir sehen. Wie gesagt, alle, die die Taktik jetzt benutzen wollten oder benutzt haben die letzten Tage, ich denke, ab heute sollte das nicht mehr so einfach möglich sein. Wenn ihr es nochmal ausprobiert habt jetzt nach dem Patch, gerne mal in die Kommentare schreiben, ob es vielleicht doch noch irgendwie klappt. Und ja, das soll es soweit gewesen sein. Wie gesagt, morgen um 11 kommt ein Opening-Video. Da haben wir ein paar Kisten geöffnet. Ja, so gegen 11 Uhr morgen Vormittag am Donnerstag. Und am Freitag um 11 Uhr kommt das nächste Free-to-Play-Video. Vielleicht auch für den einen oder anderen Zuschauer interessant. Und ja, ein kleiner Spoiler. Wir haben unsere erste Legendary-Einheit auf dem Free-to-Play-Account bekommen und das Ganze mit nur 1000 Trophäen. Ah, nicht schlecht. Schaltet gerne ein, lasst einen Kommentar da und ein Abo und wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und ciao, ciao.